Hallo Leute, hier ist euer Caminero. Heute mache ich einen zweiten Teil von dem Spiel Stronghold 3. Ich werde heute mal das Spiel anspielen. Beim letzten Video habe ich ja nur das Tutorial gespielt und jetzt werde ich eine Mission spielen und ich gehe jetzt mal auf Einzelspieler und wähle mir dann die Spielmodi aus. Ich gehe jetzt hier auf Wirtschaft und ja, dann legen wir mal los. Bevor wir überhaupt an einen Wiederaufbau der Abtei denken können, müssen wir einen Steinbruch einrichten, der die Steine für die Bauarbeiten liefern wird. Okay. Platziert euer Vorratslager, mein Lord. So, ich muss jetzt als erstes mein Vorratslager platzieren. Das werde ich jetzt hier gleich platzieren. Jetzt muss ich bloß kurz schauen. Genau hierher. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Sire, Lady Catherines ehrgeiziges Vorhaben, die Abtei wieder aufzubauen, ist wirklich nobel. Aber ich sehe viele Probleme in den nächsten Tagen auf uns zukommen. So, meine Im Aufgabe Moment ist ist noch jetzt, Holz Kälte zu geboten, da produzieren Holz und und Steine schnell geliefert werden Steine müssen, zu bevor liefern. die Handwerker ankommen. Und das werden wir jetzt mal in die Wege leiten. So, okay. Die ersten Handwerker kommen schon. Jetzt brauche ich natürlich, damit die was zum Essen haben, muss ich Apfelplantagen aufstellen. Also bereitstellen. Dann machen wir mal 4 Stück. Das kann da nicht platziert werden, my lord. So. Sire, dieser Standort ist reich an Steinvorkommen, aber wir müssen vielleicht erst das Unterholz wegräumen, um an sie heranzukommen. Hier bei dem Rauch zum Beispiel, wenn da die Leute drüber gehen, die sterben dann, weil das anscheinend Gift ist oder so. Schauen wir einfach mal weiter. Jetzt baue ich dann noch hier in so ein Haus hin, wenn ich noch genügend Material habe. Ein Gehöft, oder wie man das nennt. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Jetzt stelle ich mal auf 1,5. Danach muss ich jetzt dann noch Leute, die wo mir die Steine klopfen, anstellen. Und da brauche ich aber jetzt erstmal genügend Holz. Na, mag ja nicht. Mein Herr, wir sind hier hoch in den Bergen und es gibt Bären, die hier frei herumstreifen. Unsere Bauern brauchen Schutz, wenn sie unbehelligt arbeiten sollen. So, jetzt schaue ich mal, ob ich schon aufstellen kann für zum Steineklopfen. Kann ich schon, wunderbar. So, jetzt brauche ich noch eine Baracke, weil ich brauche genügend Leute. Schauen wir mal, wo man da noch was hinstellen kann am Häuschen. Vielleicht da oben noch. Ah, genau.
Umso größer das Haus ist, umso mehr Leute kommen natürlich dann auch. Muss ich bloß schauen. Wir warten jetzt hier auf den dritten Mann und dann geht's los, normalerweise. Nicht genug Holz, my Lord. Schon wieder Regen, mein Herr. Mal schauen, wie weit wir schon sind mit den Steinen, genau. Damit die Steine abtransportiert werden, brauche ich jetzt noch was. Menschen verlassen die Burg. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Ihnen mal ein bisschen mehr essen. Wir brauchen Holz, eure Lordschaft. Wütende Bären erschrecken unsere Bauern, mein Herr. Will ich schauen, wo der Bär ist? Irgendwo wütet der wieder? Ein Bär, Sire. Die Bauern bitten uns, einige Truppen zu entsenden, um sie zu schützen. Na, wo ist der? Und ich schaue, wo der Bär ist. Ah, da ist er. Sehr gut. Wenn ich Glück habe, greift er nichts an und ich kann Feuer angreifen. Oh, der geht in den Haus rein. Jetzt, super. Wunderbar, super. Hier oben sieht man, Menschen viel, kommen zur Burg. Wie viele Steine ich brauche. Ich brauche 289 habe ich bisher. Und Holz brauche ich 1000, da habe ich bisher 220. Und das ist die Uhr, die Sanduhr, die wo dann abläuft, wenn das voll ist und ich die Menge nicht geschafft habe, habe ich das Spiel verloren, also die Runde verloren.
Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Jetzt muss ich schnell die Steuern hochtreiben, damit ich die Apotheke bauen kann. Gut. Sehr gut. Die Menschen werden von Krankheiten geplagt, mein Lord. Es ist wirklich widerlich. Die Apotheke hier unten, wie ihr sehen könnt, der vernichtet den Rauch. Das ist dann gut. Dann kann ich nämlich hier gleich nochmal was anbauen. Ich brauche nämlich mehr Holz. Ich will mal schauen, ob ich das hier... Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Menschen kommen zur Burg. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Ich brauche unbedingt mehr Obstplantagen. Wo ich dann noch was hinbauen kann. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Menschen kommen zur Burg. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. So, Steine, das habe ich schon erreicht. Jetzt brauche ich bloß noch genügend Holz. Jetzt muss ich mal schauen. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Durch den Feuerbrand sind unsere Obstgärten unfruchtbar geworden, mein Lord. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr.
muss ich so schnell wie möglich das, die Obstgärten neu machen. Sonst haben die Leute nichts mehr zum Essen. Menschen verlassen die Burg. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Schauen, das noch mal kurz wegnehmen. Ich glaube, da war ich vorhin zu schnell. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Jetzt muss ich mal schauen, weil irgendwie kommen keine Bauern mehr. Das hätte ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, warum der das jetzt weg hat.
Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Hoffe ich, dass da die Bauern genau die sehen jetzt hin, super. Und da war der pflanzt wieder an. Das ist sehr gut. Schauen wir mal, wie es da oben aussieht. Die alles Menschen gut. Sind sich alles nicht gut. Sicher, was euch angeht, Sire. Machen wir auf halbe Ration da oben. Wären die Leute wahrscheinlich ein bisschen unzufrieden, aber... Was für ein schöner Tag es ist, Sire. Menschen kommen zur Burg. So, die Steine, die haben wir schon erfüllt, mehr als erfüllt. Jetzt brauchen wir bloß noch das Holz. Es wird ziemlich knapp werden. Durch den Feuerbrand sind unsere Obstgärten unfruchtbar geworden, Mylord. Ah, nicht schon wieder. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Schauen wir mal, wie das mit der Apfelplantage der Kornspeicher ist leer, Sire. Muss ich auch wegmachen. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Ui, das wird sehr knapp werden. Menschen verlassen die Burg. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire.
könnte ich schaffen. Jetzt haben wir es geschafft. Super. Ich habe hier auch die Steinmetze hier abgezogen, weil die brauche ich ja nicht mehr, weil ich ja die Steine schon alle habe. Die sind dann alle umfunktioniert worden als Holzfäller. Und ja, passt eigentlich alles. Schauen wir mal, wie der Vorratsspeicher ist. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Passt alles. Menschen kommen zur Burg. Gut gemacht, Sire. Stein und Holz können jetzt zum Standort der Abtei geschickt werden. Sieg! So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick vom Spiel bekommen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir gern schreiben. Ich antworte sehr gern. Ihr könnt mich auch gern abonnieren. Würde ich mich auch sehr freuen. Dann sage ich mal bis zum nächsten Gameplay-Video. Euer Caminero. Ciao, Leute.